Kaiser Karl IV. Eine große europäische Herrschergestalt mit problematischen Aspekten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Vortrag widmet sich mit Kaiser Karl IV. Einer der bekanntesten Gestalten der mittelalterlichen deutschen und mitteleuropäischen Geschichte. Ich habe ihn in drei Teile aufgeteilt, die Sie jeweils in einem eigenen Video verfolgen können. Der erste Teil wird sich mit der Jugend Karls IV. Und der Vorgeschichte seiner Herrschaft widmen. Im zweiten Teil werden wir uns mit den Krisenerscheinungen zur Zeit Karls IV. Durch die Ausbreitung der Pest und den in dieser Zeit stattfindenden Judenverfolgungen beschäftigen. Dabei wird vor allem von Karls problematischer Rolle in diesem Zusammenhang zu sprechen sein. Im dritten Teil verfolgen wir dann Karls weitere 29 Jahre andauernde Herrschaft nach 1349. Doch nun zu den Anfängen und zur Vorgeschichte. Am 14. Mai 1316 wurde in Prag ein Kind geboren. Es war das Kind einer folgenreichen dynastischen Verbindung, nämlich zwischen Johann von Luxemburg und Elisabeth, der zweitältesten Tochter des Königs Wenzel II. Przemysl von Böhmen. Durch diese Verbindung kam das luxemburgische Grafenhaus zur Königskrone der reichen böhmischen Lande und übertrug seine französische Bündnispolitik ins östliche Mitteleuropa. Das Kind erhielt bei seiner Taufe einen programmatischen Namen, Wenzel. So hatte sein Großvater mütterlicherseits geheißen, König Wenzel II. Von Böhmen und Polen. Und Wenzel war auch der Name des Landespatrons Böhmens. Der heilige Wenzel, den man auch Wenceslaus von Böhmen oder auf Tschechisch Svatý Václav nennt, war Anfang des 10. Jahrhunderts ein böhmischer Fürst aus der Dynastie der Przemysliden. Nachdem er von seinem eigenen Bruder getötet wurde, setzte bald seine Verehrung als Heiliger ein. Bei seiner Taufe erhielt das Kind also eine deutlich böhmische Identität. Dies änderte sich, als er 7 Jahre alt war. Karl wurde einige Jahre seines Lebens am französischen Königshof erzogen. Seine Tante Maria von Luxemburg hatte 1322 als zweite Frau König Karls IV., dem Schönen von Frankreich, geheiratet. Und Karl, der Schöne, war es auch, der ihm bei seiner Firmung als Firmpate einen neuen Namen gab. Eben Karl. Damit wurde auch Karl der Große, der Vater Europas und Herrscher über das große von den Pyrenäen bis an die Ostsee und nach Italien reichende Frankenreich, der Erneuerer des römischen Kaisertums und der Schutzherr des Primats des Papsttums in Rom zu seinem Namenspatron. Wurde dieser Name für den jungen Karl zum Programm? Jedenfalls war er der erste König von Böhmen, der eine eigene Italienpolitik betrieb, der eine diplomatische, enge Beziehung zu Frankreich unterhielt und der sich dem Papsttum gegenüber als wichtige Stütze verhielt. Er war der erste böhmische König, der die Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches trug und mit der goldenen Bulle die Verfassung dieses Reiches für Jahrhunderte grundlegend festlegte. Dies alles sind Ähnlichkeiten in der historischen Dimension zwischen den beiden Karls und bis heute ist Karl IV. Neben Karl dem Großen und Kaiser Karl V. in Mitteleuropa sicher einer der bekanntesten Träger dieses Namens. Doch gehen wir nicht zu schnell vor. Verschaffen wir uns zunächst einen Überblick über die Grundbedingungen Mitteleuropas zu Beginn des Lebens dieses jungen Karl. Nach dem Ende der Stauferzeit verfiel bis in die Zeit König Rudolfs von Habsburg die königliche Herrschaftsgewalt mehr und mehr, während gleichzeitig die Macht der Landesherren und der Kurfürsten zunahm. Es kam zu einer zunehmenden Erosion des Königs- und Reichsgutes,
das seit der Karolingerzeit die wichtigste Basis der Königsherrschaft gewesen war. Kurz gesagt, die Einkünfte des Königs aus Reichsgut wurden immer weniger. Er drohte ein König ohne Königsgut, also nur für sich nutzbares Land und Einkünfte zu werden. Die Kurfürsten hatten seit dem späten 13. Jahrhundert das ausschließliche Königswahlrecht inne. Jeder König musste also eine mit den Kurfürsten abgestimmte Reichspolitik anstreben. König Rudolf von Habsburg, der 1273 bis 1291 regierte, konnte das Königtum nochmal konsolidieren. Sehen Sie hier seine Grabplatte, die in der Krypta des Speyerer Kaiserdoms zu sehen ist. Man vermutet, dass es eine sehr lebensnahe Darstellung seines Aussehens ist. Die von Rudolf erreichte Konsolidierung des Königtums gelang vor allem durch sogenannte Revindikationen. Revindikation bedeutet eine Rückforderung von Rechten und Besitz. Vorher hatten viele Adelige und Fürsten sich am Reichsgut und an den Reichsrechten, wie den Zöllen, bedient. Dies wurde durch Rudolf nun teilweise rückgängig gemacht, was natürlich nicht ohne Konflikte verlief. Kaiserliche Landvogteien wurden eingerichtet. Die Landvögte als Stellvertreter des Königs hatten verschiedene Aufgaben. Die Ausübung der königlichen Rechte, die Rückforderung des entfremdeten Reichsgutes und deren Einkünfte, die Wahrung des Landfriedens, die Überwachung von Zöllen und zuletzt die Durchsetzung des Schutzes der Klöster und der Juden. Dies gelang vor allem im Süden des Reichs, während im Norden die spätmittelalterliche Königsherrschaft nur wenig präsent war. Im Norden verfolgten die Fürsten bei der Durchführung der Revindikationen vor allem auch ihre eigenen territorialpolitischen Ziele. König Rudolf von Habsburg hatte viel für das Reich erreicht, eine Kaiserkrönung aber nicht und auch einen Nachfolger aus seiner eigenen Dynastie gab es nicht. Der Weg der Habsburger zur Kaiserdynastie gelang erst 1440, also fast 150 Jahre später. Nachfolger von Rudolf wurde Graf Adolf von Nassau, der aber wegen eines Konflikts mit den Reichsfürsten schon nach 6 Jahren abgesetzt wurde und im Kampf gegen seinen nominierten Nachfolger Albrecht von Habsburg den Tod fand. Auch Albrecht von Habsburg hatte seine Probleme mit dem Widerstand der Fürsten. Sie wollten keine Vergrößerung der habsburgischen Territorialmacht, auch keine erbliche habsburgische Königsdynastie. Als König Albrecht 1308 von seinem Neffen Herzog Johann von Schwaben ermordet wurde, gab es mehrere Kandidaten für die Nachfolge. Unter ihnen war sogar der Bruder des französischen Königs Karl von Valois. Die französischen Könige betrieben seit dem 13. Jahrhundert an ihrer westlichen Grenze, also der Grenze zum Heiligen Römischen Reich, eine Expansionspolitik und drängten mehr und mehr den Einfluss des deutschen Königtums zurück. Die Wahl der Kurfürsten traf aber nicht auf Karl von Valois, aber immerhin auf einen Hochadeligen aus dem deutsch-französischen Grenzraum, nämlich auf Heinrich Graf von Luxemburg und La Roche sowie Markgraf von Arlon. Sehen Sie im folgenden Bild die Erhebung Heinrich VI. Von Luxemburg zum deutschen König und anschließend die Lage seiner Grafschaft am westlichen Rand des Reiches. Heinrich von Luxemburg war der Großvater Karls IV. Und wurde der erste der 3 Kaiser aus dem Haus Luxemburg. Einer der wählenden Kurfürsten, der Erzbischof von Trier,
Balduin von Luxemburg, war sein Bruder. Balduin war einer der mächtigsten Kurfürstengestalten der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts und sollte auch für seinen Großneffen Karl IV. Eine wichtige Rolle spielen. Der auf Kurfürst Balduin zurückgehende Codex Balduineus ist um 1340 entstanden und erhält die erste bekannte bildliche Darstellung des Kurfürstenkollegiums, und zwar bei der Wahl des Grafen Heinrich von Luxemburg zum König. Hier sehen Sie diese Abbildung. Wer waren diese einzelnen Kurfürsten, die auf dem Bild an ihren Wappen zu erkennen sind? Der Erzbischof von Köln, Heinrich von Firneburg. Der Erzbischof von Mainz, Peter von Aspelt, eine übrigens zentrale Gestalt der Reichspolitik des Spätmittelalters. Dann der Erzbischof von Trier, Balduin von Luxemburg, also die drei geistlichen Kurfürsten. Daneben folgt der Pfalzgraf bei Rhein, Rudolf I., der Bruder des späteren Kaisers Ludwig des Bayern. Dann der Herzog von Sachsen, Rudolf I., neben ihm der Markgraf von Brandenburg, Otto IV. Und der König von Böhmen, der schon erwähnte Heinrich von Kärnten, der aber bei der Wahl Heinrichs tatsächlich nicht anwesend war. In seiner kurzen, 5 Jahre dauernden Herrschaft war Heinrich VII. Ein Erneuerer der kaiserlichen Italienpolitik. Im deutschen Kernraum des Reiches erreichte er eine weitgehende Einheit der großen Dynastien. 1310 konnte Heinrich eine für seine eigene Dynastie, der Luxemburger, folgenreichen Gewinn erreichen. Im böhmischen Olmütz war am 4. August 1306 König Wenzel III. Ermordet worden. Mit ihm erloschen die Przemysliden im Mannesstamm. Das Land kam in Unruhe. Der Adel versuchte, seine Macht zu vergrößern und Kirchenbesitz zu konfiszieren. 1307 war Herzog Heinrich von Kärnten aus dem Haus Görz Tirol, der Gemahl von Anna, der ältesten Schwester König Wenzels III., zum König gewählt worden, doch es kam bald zum Widerstand gegen den Herrscher. Die Opposition nahm spätestens 1310 Kontakt mit König Heinrich VII. Auf. Man einigte sich auf eine Absetzung Heinrichs von Kärnten und ersetzten diesen durch den 14-jährigen Königssohn Johann von Luxemburg, der noch am Tag seiner Belehnung im Speyer Elisabeth, die Schwester des letzten Przemysliden Wenzel III. Heiratete und so an die alte böhmische Königsfamilie dynastischen Anschluss gewann. Für das bislang eher zweitrangige Grafenhaus Luxemburg war dieser Gewinn Böhmens ein riesiger Erfolg und er markiert ihren Aufstieg zu einer der führenden Dynastien im Reich. Unter den Kurfürsten spielte der König von Böhmen eine deutlich herausgehobene Rolle. Das deutsche Königtum und das böhmische Königtum war erstmals in der Geschichte in einer Familie verbunden. Die Kaiserkrone folgte bei Heinrichs VII. Im Jahr 1312. Die Luxemburger hatten damit ihre Hausmacht, also den Herrschaftsbereich, in dem sie unmittelbar persönliche Herrschaftsrechte ausübten, in einem Raum vergrößert, in dem sie vorher überhaupt nicht präsent waren. Die folgende Karte zeigt, wie diese Hausmacht unter Karl IV. Noch deutlich ausgebaut wurde. Böhmen war dabei die Basis für weitere Expansionen nach Schlesien und Brandenburg. Sehen Sie sich diese Karte an. Im August 1313 starb Kaiser Heinrich VII. Während seines Italienzugs in der Toskana an der Malaria. Die Wahl eines neuen Königs war schwierig und brauchte 14 Monate. Wieder hatten sich mehrere Dynastien in Stellung gebracht, darunter auch König Johann von Böhmen.
Am Ende setzte sich erst nach einem jahrzehntelang andauernden, konfliktreichen und auch militärischen Weg der Wittelsbacher Ludwig IV., genannt der Bayer, gegen seinen Gegenkönig, den Habsburger Friedrich von Österreich, durch. Auf dem folgenden Bild sehen Sie eine Darstellung vom Tod Kaiser Heinrichs VII. 1313 in Buon Convento in der Toskana und die Grabplatte Kaiser Ludwigs des Bayern in der Münchner Frauenkirche. Kaiser Ludwig der Bayer stand seit 1325 in Konflikt mit dem Papsttum. In dessen Folge wurde er unter den Kirchenbann gestellt. Auch zu einem Konflikt im Reich, besonders mit dem Haus Luxemburg, kam es, und dieser führte 1346 zur Wahl eines Gegenkönigs gegen Ludwig den Bayern. Karl von Böhmen, also Karl IV. Aus dem Hause Luxemburg, wurde zum deutschen König bestimmt. Unterstützt wurde er dabei von Papst Clemens VI., seinem ehemaligen Erzieher am französischen Hof, und von seinem Großonkel, dem Kurfürsten und Erzbischof Balduin von Trier. Allerdings wurde er nicht in Aachen, sondern am falschen Ort, in Bonn, zum König gekrönt. Nach dem Tod Ludwigs des Bayern ließ sich Karl IV. Am 17. Juni 1349 in Frankfurt am Main nochmals wählen und im selben Jahr am 25. Juli in Aachen erneut krönen. Dies war nun der erste Teil dieses Vortrags. Im zweiten Teil werden wir uns mit den Krisenerscheinungen zur Zeit Karls IV. Durch die Ausbreitung der Pest und den in dieser Zeit stattfindenden Judenverfolgungen beschäftigen. Dabei wird vor allem Karls Rolle in diesem Zusammenhang in den Blick geraten. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie auch den zweiten Teil noch ansehen werden.